Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie sich an, wie man ein Festplatten-Image in Windows erstellt. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. In folgenden Videos sehen wir uns verschiedene Methoden zur Erstellung eines Festplatten-Image an, damit Sie diejenige auswählen können, die für Ihren speziellen Fall am besten geeignet ist. Wir werden uns die Verwendung der Dienstprogramme WebAdmin, GSXe, OXe, Clone und das Tool in Linux ansehen und schließlich das Verfahren zur Wiederherstellung von Daten von einem Festplatten-Image. Ein Disk-Image ist eine exakte Kopie des gesamten Inhalts einer physischen Disk, einschließlich des Dateisystems, des Betriebssystems, der Software und der Daten. Die Erstellung eines Disk-Image ist eine der zuverlässigen Methoden, um Informationen von einem Datenträger zu retten, da alle Daten intakt bleiben. Vorteile der Erstellung eines Disk-Image. Ein Disk-Image ermöglicht es ihm, Daten wiederherzustellen, wenn der Hauptdatenträger beschädigt, gelöscht oder formatiert ist. Sie können ein Disk-Image verwenden, um gelöschte Dateien und Ordner zu suchen und wiederherzustellen. Wenn Sie ein Disk-Image erstellen, können Sie Ihre Daten an einem sicheren Ort speichern, um weitere Schäden oder den Verlust von Informationen zu vermeiden. Sie können das Disk-Image auf einem externen Medium, einem Cloud-Speicher oder einem anderen Computer speichern. Wenn Ihr Laufwerk beschädigt ist oder Fehler aufweist, kann die Erstellung einer Disk-Image für die weitere Analyse und Datenwiederherstellung nützlich sein. Das Disk-Image kann zum Scannen und Wiederherstellen von Informationen verwendet werden, ohne dass der beschädigte Datenträger zusätzlich beschädigt wird. Ein Disk-Image kann als virtueller Datenträger gemountet werden, sodass Sie Dateien und Ordner so durchsuchen und abrufen können, als ob sie auf einem physischen Datenträger vorhanden wären. Dies ist praktisch, um nach bestimmten Dateien zu suchen oder die Datenintegrität zu überprüfen. Die Erstellung eines Disk-Image ermöglicht es Ihnen, mit einer Kopie Ihrer Daten zu arbeiten, ohne den originalen Datenträger zu beeinträchtigen. Dies schützt die Daten vor weiteren Schäden oder Fehlern, die bei der Wiederherstellung oder Analyse auftreten können. Unterm Strich ist die Erstellung eines Abbilds eine gute Möglichkeit, sich im Notfall vor Datenverlust zu schützen. Schauen wir uns nun an, welche Tools zur Erstellung eines Festplattenabbilds im Windows-Betriebssystem verwendet werden können. Reichen die Standard-System-Tools aus, um ein vollständiges Festplattenabbild zu erstellen? Also die erste Möglichkeit, ein Image mit dem eingebauten Tool zu erstellen, ist Sichern und Wiederherstellen Windows 7. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz auf einem externen Laufwerk oder einem anderen Datenträger haben, auf dem das Abbild gespeichert werden soll. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie alle benötigten Daten haben und schließen Sie alle laufenden Programme. Um das Sicherungstool zu starten, öffnen Sie Systemsteuerung, System und Sicherheit, Sichern und Wiederherstellen Windows 7. Klicken in dem sich öffnenden Fenster auf Systemabbild, erstellen auf der linken Seite des Fensters. Wählen Sie dann den Datenträger aus, auf dem das Abbild gespeichert werden soll. Weiter. Um im nächsten Schritt markieren Sie alle Datenträger, die gesichert werden sollen. Weiter und Start. Danach wird der Image-Erstellungsprozess gestartet.
Auf dem ausgewählten Laufwerk erscheint ein Ordner mit dem System Backup, in dem sich die Mensch der angegebenen Datenträger befinden werden. Das Disk-Image hat ein Format WXDX, sein Volumen entspricht nicht dem Volumen des Laufwerks, dessen Image wir erhalten wollten. Sein Volumen entspricht dem Füllungsgrad des Laufwerks. Ein solches Image eignet sich für die Wiederherstellung eines Systems oder von Dateien, die nach der Erstellung eines Images verloren gegangen sind, aber nicht, wenn Sie ein vollständiges Disk-Image benötigen. Dieser Vorgang kann über die Befehlszeile mit dem Tool Webadmin durchgeführt werden. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. Hier müssen Sie zuerst den Ort angeben, an dem Sie das Bild speichern möchten. In diesem Fall ist es Laufwerk D. Und dann den Datenträger, dessen ein Bild Sie speichern möchten. Das Erstellen eines Backups wird einige Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viele Daten sich auf dem Originaldisk befinden. Auf dem Laufwerk D haben Sie nun ein Windows Image Backup Verzeichnis, das das Image enthält. Bei den Partitionssicherungen handelt es sich um WXDX-Dateien. Falls erforderlich, können Sie diese WX-Datenträger manuell einbinden und auf ihrem Inhalt zugreifen. Eine weitere Möglichkeit, ein Disk-Image über die Befehlszeile und ein Tool zu erstellen, ist SAM-Exe. Führen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. Hier müssen Sie den Zielspeicherort und den Namen des Abbilds angeben und dann den Datenträger, dessen Abbild Sie speichern möchten. Als Ergebnis erhalten wir das Abbild in Form einer WIMP-Datei. Ein solches Image eignet sich auch für die weitere Wiederherstellung des Systems oder des gesamten Datenträgers, aber nicht für die Wiederherstellung von diesem Datenträger mit Hilfe von Datenrettungssoftware. Es hat ein spezielles Format, das nur von Windows-Betriebssystem unterstützt wird. Um das Image zu öffnen und Dateien daraus zu extrahieren, verwenden Sie 7zip. Mit seiner Hilfe können Sie Dateien aus diesem Archiv extrahieren. Wir haben also die Standardsystem-Tools betrachtet, die zur Erstellung einer Disk-Image verwendet werden können. Aber leider sind diese Arten von Image nur für bestimmte Zwecke geeignet, nämlich für die Datensicherung. Angebaute Systemprogramme erlauben es nicht, eine exakte Byte-für-Byte-Kopie einer Festplatte zu erstellen. Um ein Byte-für-Byte-Image einer Festplatte zu erstellen, müssen Sie Tools von Drittanbietern verwenden. Sie können zum Beispiel einen bootfähigen Datenträger mit Acronix erstellen, aber dieses Programm ist kostenpflichtig, weshalb wir es nicht in Betracht ziehen, sondern einzige kostenlose Lösungen wählen. Unter den kostenlosen Tools können wir Clonezilla und OSFClone hervorheben. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines bootfähigen Flash-Laufwerks mit einem Linux-Betriebssystem und dem integrierten Redetool. Wie erstellt man ein Image mit OSFClone? Zuerst müssen Sie das Archiv mit dem Programm herunterladen und ein bootfähiges Flash-Laufwerk erstellen. Gehen Sie auf die offizielle Website des Programms und laden Sie das ZIP-Archiv herunter. Dann packen Sie den Inhalt des Archivs an einen beliebigen Ort. Gehen Sie dann zum Ordner OSFClone Image und führen Sie Image USB-Exe aus. Stecken Sie ein USB-Laufwerk ein, das als bootfähiger Datenträger dienen soll. Im geöffneten Programmfenster markieren Sie das USB-Flash-Laufwerk, geben dann den Pfad zur Datei OSFClone.bin an und klicken auf Öffnen und dann Schreiben. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, haben Sie ein bootfähiges Laufwerk mit OSFClone.
Schließen Sie das Flash-Laufwerk an Ihrem Computer an und booten Sie von USB. Drücken Sie die entsprechende Taste, um das Bootgerät auszuwählen, bevor Sie mit dem Booten des Systems beginnen, F2, F12. Das Dienstprogramm verwendet die Tools DD und AFF, um das Disk-Image zu erstellen. Sobald die Software geladen ist, müssen Sie die entsprechende Option auswählen. Ich muss ein Abbild der gesamten Festplatte erstellen. Die folgenden Optionen sind hier verfügbar. Disk-Klonen in diesem Fall erhalten Sie eine exakte Kopie der Disk auf einem anderen Laufwerk, Disk-Image, Disk-Partition, Image, Image auf Disk brennen mit seiner Hilfe können. Sie den Disk-Zustand aus einem zuvor erstellten Image wiederherstellen und Prüfsumme. Um ein Abbild zu erstellen, wählen Sie die zweite Option, geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter. Als nächstes bietet das Programm eines von drei Disk-Image-Formaten an, in dem es gespeichert werden soll. DD, ein gängiges Unix-Programm, AFF, ein offenes und erweiterbares Dateiformat. Er liefert eine Datei, die Segmente mit Diskdaten und Metadaten enthält. Und IRF, oder besser bekannt als ein Image-Format, NCAS. Ich wähle den ersten Typ, da ich eine normale Image-Datei benötige. Im nächsten Schritt geben Sie die Quelle an, von der Sie das Bild erfassen möchten, und das Ziel, wo Sie es speichern möchten. Geben Sie die entsprechende Zahl ein, um das gewünschte Element auszuwählen, und geben Sie die Laufwerke an, indem Sie ebenfalls die entsprechende Zahl angeben und mit Enter bestätigen. Sie können auch einige Einstellungen vornehmen, zum Beispiel den Komprimierungsgrad und die Blockgröße festlegen, während Sie den Namen der Image-Datei ändern müssen. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, wählen Sie DD ausführen. Und zum Verfahren ja. Danach wird der Prozess der Image-Erstellung gestartet. Nach der Fertigstellung wird es auf dem vorher angegebenen Datenträger im Format Image erscheinen. Auf diese Weise haben wir ein Byte-für-Byte-Abbild des Datenträgers erhalten, das als Sicherungskopie für die weitere Wiederherstellung oder als Abbild verwendet werden kann, von dem Sie verlorene Informationen mit Hilfe einer Wiederherstellungssoftware wiederherstellen können. Dies ist eine universelle Methode, um ein Bild einer Festplatte zu erstellen, unabhängig von dem darauf gespeicherten Dateisystem. Eine weitere Möglichkeit, ein Disk-Image zu erstellen, ist die Verwendung eines bootfähigen Linux-Flash-Laufwerks und des angebauten Tools DD. Das Dienstprogramm DD oder Data Duplikation ist ein leitungsfähiges Befehlzahl-Tool, mit dem Sie Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen kopieren und konvertieren können. Es ist in Linux weit verbreitet und ein unverzichtbares Tool für die Arbeit mit Disk und im Disk-Image. Mit einem bootfähigen Linux-Datenträger können Sie ein Disk-Image eines anderen Betriebssystems, einschließlich Windows, erstellen. Ich werde Ihnen am Beispiel eines bootfähigen USB-Laufwerks mit Ubuntu zeigen, wie man ein Disk-Image erstellt. Laden Sie also das System am Bild herunter, brennen Sie es dann mit Rufus oder einem anderen ähnliches Programm auf ein Flash-Laufwerk. Schließen Sie dann das Laufwerk an Ihrem Computer an und booten Sie von USB. Nach dem Booten des Systems müssen Sie als erstes das Laufwerk, auf dem das Disk-Image gespeichert werden soll, formatieren und mounten. Öffnen Sie ein Festplatten-Disk-Programm und formatieren Sie es. Öffnen Sie dann ein Terminal. Verwenden Sie hier das Dienstprogramm ISSI, um die an den PC angeschlossenen Laufwerke zu identifizieren.
Wir haben also festgestellt, dass wir das Image vor der SDAS-Disk erfassen und auf die SDB-Disk schreiben müssen, die unter diesem Pfad gemountet ist. Wir haben also die Laufwerke definiert und geben dann den Befehl zum Erstellen des Abbilds ein. Hier müssen Sie die Quelle angeben, bei mir ist es das Laufwerk SDA und das Ziel, es kann in den Eigenschaften des Laufwerks im Festplatten-Dienstprogramm angezeigt werden. Sie müssen den einheimischen Punkt kennen. Als nächstes wird die Blockgröße angegeben und den Filter. Nur Error, damit der Prozess nicht anhält, wenn ein Fehler auftritt. Und am Ende fügen wir die Anzeige des Fortschrittsstatus der Operation hinzu. Nach der Ausführung des Befehls wird der Prozess der Erstellung einer Disk-Image gestartet. Am Ende erhalten wir eine Datei mit dem Abbild des ausgewählten Laufwerks im Format Image. Bei der Wiederherstellung von Daten benötigen Sie oft ein Disk-Image. Um die Funktionalität des ausgefallenen Laufwerks nicht zu verlieren, empfiehlt es sich, das Image von ihm zu entfernen und beliebige Manipulationen mit dem Image vorzunehmen. In diesem Fall ist der bequemste Weg, eine Datenrettungssoftware zu verwenden, Hetman Partition Recovery. Mit seiner Hilfe können Sie das Disk-Image speichern und nach verlorenen Dateien aus dem Image suchen. Hetman Partition Recovery ist in der Lage, ein Image von jedem physischen Datenträger zu erstellen, einschließlich HDDs, Solid State Drivers, externen Festplatten, USB-Flash-Laufwerken, Speicherkarten und anderen Wechselspeichermedien. Und es unterstützt auch verschiedene Arten von Dateisystemen wie NFS, FAT, XFAT und andere, RFs, APFS, XFS, X2, X3, XC4, ReiserFS, XFS, UFS, NCFS, BTS, WMF und XVision FS. Laden Sie das Programm herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Wählen Sie im Hauptfenster des Programms das Disk-Image aus, das Sie speichern möchten und klicken Sie oben auf Disk speichern. Der Datenträger kann als Ganzes oder ein bestimmter Teil davon gespeichert werden, indem Sie dies in den erweiterten Einstellungen angeben. Als nächstes geben Sie den Speicherort des Abbilds an. Dies kann ein Datenträger oder ein Netzwerkordner sein, dessen Volumen gleich oder größer ist als das Volumen des zu speichernden Laufwerks. Nachdem Sie den Speicherort angegeben haben, klicken Sie auf Speichern. Nach Abschluss des Programms erhalten Sie die Disk-Image-Datei im Disk-Format. Um die Image-Datei in das Programm zu laden, klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Disk einbinden. Wählen Sie den entsprechenden Image-Typ aus, RevDisk, wenn es sich um ein Disk-Image handelt, oder einen der Typen von virtuellen Maschinen, wenn es sich um eine virtuelle Disk handelt, weiter. Geben Sie dann den Pfad zu Image an, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Öffnen. Danach wird das verbundene Laufwerk in der Liste der Laufwerke im Programm erscheinen. Um Daten von einem Disk-Image wiederzustellen, führen Sie die Analyse aus, klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, öffnen, geben Sie den Analyse-Typ an, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zuerst einen Schnellscan durchzuführen. In diesem Fall wird das Programm der Datenträger sofort scannen und alle gefundenen Dateien anzeigen. Wenn das Programm die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Neu analysieren, vollständige Analyse, geben Sie den Dateisystem-Typ an und klicken Sie auf Weiter. Um Dateien wiederherzustellen, öffnen Sie den Ordner, in dem sie gespeichert waren, markieren Sie die benötigten Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, Disk-Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden sich alle Dateien in dem zuvor angegebenen Verzeichnis.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Erstellen eines Disk-Image nicht nur eine Möglichkeit ist, den Verlust wichtiger Daten im Falle eines Defekts zu verhindern, sondern auch eine großartige Methode, um die Lebensdauer eines defekten Datenträgers zu verlängern, wenn man nach verlorenen Informationen auf ihm sucht. Wenn Sie schnell ein Disk-Image in Windows erstellen oder versehentlich gelöschte Dateien von einem Datenträger wiederherstellen möchten, verwenden Sie Hetman Partition Recovery. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.